Ja, moin, bei Sven hier und ja. Toller Moment, weißt du? Toller. Ja, mitten im Sturm und dann so tut ich mal auf den anderen Monitor. So mitten im Sturm, wo ich gerade den scheiß Trümmerteil machen will. Musst ja, du natürlich sagen, was da drin ist, gucken wir in der nächsten Folge. Und dann bin ich etwa total planlos. Was sage ich jetzt? Da kann man ja scheiße Übergang machen. Ja, zur nächsten Folge ist drin, ja. Hab einen Stuhl gefunden. So, willkommen zu Let's Play. Ihr habt einen Stuhl gefunden. Ihr habt einen Stuhl gefunden. Ich glaube, gefühlt reden die Lampen so ein bisschen mehr, oder? Ja. Nicht gerade sinnvoll, aber mehr. Darauf kommt es doch an. Ich find's so lustig, es ist ja nur. Hallo. Nenn die Zeit nochmal an, bitte. 1:39. Wen nehme ich denn in den Stuhl jetzt mit? Auf den Kopf. Ja. Nee, hatte noch Platz im Inventar, hab dann einfach vorne das Erz weggenommen. Hinten das Erz weggenommen. Muss ja das andere Erz, was hier drin an der Decke klemmt, irgendwie. Na, Live Office hat ein Safe gemacht, okay. Nebenbei immer noch die LibreOffice-Datei offen hier. Hm. Die Server-Datei. Die für die Befehle und alles. Na, Hamster den Vollgas. Und yep. Der Rechner-Turbo aktiviert. Mit Hamster-Energie. Hm. Also, das ist ökologisch. Einfach so ein Hamster als Energierad nutzen. Ich glaube, der würde noch jemand das weiß, wo zu reduzieren dafür. Hm. Weißt du, was voll kacke ist? Es ist Nacht. Der hintere Hänger hat schon keinen Saft mehr. Ich schaff's aber gerade. Ja! Oh. Ist das denn schon wahr, dass hier hinten schon alles landet ist? Das gibt's nicht. Ich glaube, ich darf gleich diesen Höhlenlateil abschließen. Weil hier hinten war nur dieser Knüppel und der ist von hier. Hm, das ist doch. Praktisch. Kann ich die ganzen Abteile abschließen und die Verbindung mitnehmen? Ja. Und Ball, wir brauchen. Ja. Kann es sein, dass die Energiezellen unendlich Energie generieren oder? Weil die verbrauchen sich irgendwie gerade nicht. Ach doch, jetzt verbrauchen die sich. Aber auch nur ganz langsam. Ja, schon, nee, ich schleppe jetzt nicht mit da oben, du Ball. Wir haben noch einen Lünen, wir finden noch Lünenbälle. 25% Sauerstoff, sparen wir mal die Sauerstoffleitung ab. Schlaue Idee. Ich frage mich, haben sie gleich raus, Twins, dass man jetzt keine Batterien mehr und Teils von denen kriegt wohl? Weil das in der Höhle rumliegt manchmal. Fände ich nicht gut, irgendwie. Also ich würde schon noch hoffen. Wir haben hier noch nur diese jetzt eine Verbindung haben und sowas. Ja gut, aber vorher waren die halt verdammt oft, vielleicht haben sie einfach seltener gemacht. Ja, es war ja wirklich. Ja, es war ja wirklich, dass jeder mindestens einen Tank hatte. Ja, dann hattest du Tanks zu Hause leider. Ja, also wahrscheinlich haben sie es wirklich sehr, sehr selten gemacht einfach. So. Und es hätte ich das so gemacht. Der Höhlenteil ist geschlossen. Höhle abgeschlossen. Und hier auch nochmal Höhle abschließen. Maximale Energie! Ja, ich hab hier noch zwei Vorschüsse, Knüppel. Okay. Ja, trotzdem maximale Energie. Zwei Pfannen halt. Knüppel halt. So, also ich hol nochmal die restlichen Verbindungen da raus. Neue Tarsfelder-Verbindungen. Neue Tarsfelder-Verbindungen. Ja, was halt eigentlich auch eigentlich praktischer Beitrag war, glaube ich, dass man das mit denen, dass man jetzt eigentlich auch irgendwas braucht, um jetzt aufzuschütten. Nicht, dass die Sachen einfach aus dem Netz kamen wie früher. Ja, das finde ich gut. Weil jetzt, wenn du die Färbe noch machst, kostet es was, oder wenn du die Energie halt oder größer machst, kostet es Energie. Ja, das finde ich echt gut. Dafür ein Like. Sowas anscheinend ist anscheinend überhaupt selten. Den, dass du dann gesagt hast, sowas. Like? Ja, oder lass uns am Kleid da so zum Ende.
Like sage ich eigentlich auch selten, aber. Oder subscribe. Ja, das ist, kann man machen, aber muss doch nicht sagen, oder? Wenn jemand das gut findet, soll er das machen. Warum soll ich mir dann sagen, wenn du es gut findest? Ich glaube, dass das teilweise auch in ähnlich immer näher so seine Anmoderiert macht, sagt er das eigentlich häufig schon eher. Ja. Ich hab sowas eher. Nur wieso will ich das halt. Ja, ich, wenn es jemand gut findet, ja, schön. Findet das gut. Ich meine, das letzte, was bei einfach mir ist, ist ja das Auto. Das ist ja bei mir das Auto, was das aber unmoderiert ist. Das ist ja einfach nur das Auto mit Musik. Ja. Ich, aber ich finde halt, also, wenn es jemand gut findet, ja, kann er liken. Wenn nicht, dann findet er es halt nicht gut. Aber was soll ich dem sagen, likes, wenn du es gut findest? Ich glaube, bei dieser Sache werde ich, bei der ersten Folge von Estonia, werde ich vielleicht noch die letzte Estonia-Staffel wohl verlinken, den Wolf, weil an sich verlinkt ihr euch immer die letzte Folge und die letzte. Nee, und die Staffel. Ich meine die ganze Playlist von dem Raid. Wenn ich hier wohl die letzte Staffel verlinken, dann wohl dabei. Ja, von dir hast du ja schon vorher mal alles für die gemacht, stimmt. Ah! Du hast 5 Meter aus dem Fahrzeug rausgeflogen. Weil wir wissen ja wohl noch nicht, wir wissen ja, dass es ja nicht so lange gehen wird, ob wir vielleicht das andere Fleisch mal zusammen machen dann. Was andere? Das Thermotechnics. Wenn das nicht bald mal optimiert wird, dann. Ja, also ich würde es an sich gerne machen, wenn es optimiert ist. Weil bei dem, was wir bauen, leckt schon nach ein paar Minuten. Ich sag nur eins, wir fahren das Haus. Ja, selbst wenn er kein Haus baut, leckt schon nach ein paar Minuten. Ich meine, es ist eigentlich sinnvoll, das ist hallo? Ja, kannst du. Das Spiel so eine riesen Map und alles, dann hält's aber nichts aus. Ja, das darf sozusagen nicht. Das darf sozusagen nicht. Wenn es auf Rädern steht, dann geht's sozusagen noch irgendwie, aber wenn es nicht auf Rädern steht, dann ist am Arsch. Das ist ganz komisch. Wenn es auf der Hebebühne steht, dann ist ja nochmal was anderes. Ja. Dass es eigentlich fast ja das Sitzgeräusch macht, oder? Wenn man jetzt jemanden ins Auto rein, wenn er reinsetzt, macht das dann mal das selbe Geräusch, oder? Mhm. Ja. Nicht so drauf geachtet. Ups. Weil ich habe eigentlich so das Kapitänis habe ich oft gehört, weil ja alleine halt ein bisschen teilweise. Mhm. Weil man die Welt nicht teilweise ehrlich irgendwie so das. Mehr Spaß macht sozusagen. Ja. Also hört wahrscheinlich, war ich auch manchmal dabei. Zumindest einmal vorübergehend. Ja, ich bin halt Factorio, warum ich das halt oft gehört habe, weil ich das ja schon schon könnte und halt alleine halt. Ab dem gewissen Punkt. Plan mehr war mir mal ja. Nochmal neu zu starten. Was wir vielleicht auch noch machen könnten, wäre Anno. Oder halt irgendwann mal Ark, aber wahrscheinlich auch erstmal nicht. Ja, gut, so das Technik ist bei uns auch schon kalt genug. Bei Anno, da würde ich vielleicht mal was davor machen, sonst. Ich meine, bevor man Anno an sich mal so eine Runde macht, sondern dass man da mal die Karriere mal durchgeht. Forschungsknüppel fallen wieder mal runter. Alter! Das scheint nur ein bisschen dauern, bis aus der Höhle wieder rauskommt. Ich glaube, ich bringe jetzt mal diesen die Forschungshöhle alle weiter nach vorne. Mehr nicht an die alle Bytes sammeln mit den Teilen da. Ja, kann passieren. Aber wenn wir so Fahrzeuge haben, ist das immer wahrscheinlicher. Ich hasse diese roten Pilze, ich hasse die. Die der anderen da spucken Gift, verdammt, da spucken Teile Gift, ich darf nicht zu nah an den roten. Aber toll.
So, sind die schon mal beseitigt. Ich wollte jetzt nur freibuddeln und nicht in die nächste Höhle. Nicht reinbuddeln. Noch zu, ich habe mich in die nächste Etage der Höhle reinbuddeln. Kannst du mir Aluminium mitbringen? Ja, Sturm. Natürlich ist jetzt wieder Sturm. Ich würde erstmal die Forschungsknüppel da vorne natürlich vielleicht auch mal alles hier in der Nähe abbauen und dann alles an zentralen Freund sammeln hier in der Höhle. Alter! Hört der voll das! Kannst du mal ein Rad dran bauen, mal gucken, ob der sich mitfährt. Der ist bald größer als das Laufwort. Ja, das ist schön, Frau. Das ist größer, das Mensch oder eher? Wenn der ausgewachsen ist, ungefähr gleich groß oder eher größer, eins von beiden. Gold, ich glaube, breiter nicht so. Kann sein, aber wahrscheinlich. Ich meine, dass ein Meerschwein breite, ob er breiter ist als einer unserer Meerschweine. Weil wir haben ja welche, die fittesten sind. So, es war ja da lang, oder? Was hier lang war das jetzt nicht, oder? Ah, hier war das Teil. Weil das jetzt hier lang. Ah, ne, hier ist jetzt mal das Teil runtergefallen, okay. Da liegen auch noch Vorschutznüppel. Alter, ich geh durch die Höhle, sehe einen Vorschussknüppel. Nein, hier ist auf jeden Fall nicht lang. Alter. Ich meine, weil das nicht kann man nicht so groß machen, dass ich euch lauter drehe, so wirklich. Ich meine, dass man euch an sich lauter drehen kann. Und dann sind das so besser laut, jeder lauter drehen. Das ist ja das Problematische. Ich habe ja keine Soundkarte natürlich. Nee, das ist ja wohl nicht blöd. Ich hätte nicht mehr Zeit für das Soundkarte, weil hier eh gleich den schmalen Anschluss belegen würde, wo halt die LAN-Karte dran ist. Weil die LAN-Controller das Mainboard sehr wohl kaputt war. Kaputt ist. So, jetzt scheint es, dass das Mainboard so viel kaputt war. Alter, was hier ein Hinterschlag das macht, im roten Bereich. Was, der Hamster? Ja. Oh. Auch, dass du auch lauter dreht bist, also an sich. Ja, dann. Renos Hamsterus. Ich meine, ich habe noch die Wallpaper Engine ja an. Ich sehe ja noch ein Stück der Wallpaper Engine. Selber da sieht man eigentlich auch, wenn der wirklich am Gas tippt. Was den Ausschlag das macht. Also. Ah, ne, das ist eben, wenn du redest, glaube ich. Oder ja auch. Ja, okay. Speak lauter den Hamster. Challenge. Ich bring dir mal wieder den Rover an den Eingang, ne? Kannst du wieder voll beladen, es hat jetzt auch noch einen Hänger mehr. Ja, ich hab hier 4 Forschungsknüppel, ne, 3. Das ist hier gerade. Fährst du gerade lang? Ich bin fast da. Wir müssen hier mal so eine Art Schnellstraße machen, die... Ich glaube, ich hab dich gehört. Ja, manchmal kommt es mir so voll, als würde ich was fahren hören. Ja, das kann ja sein. Aber weißt du was? Ich glaube, ich mache echt mal so eine Art Schnellstraße. Also, ich laufe jetzt zum Kapul zurück und mache einfach einen so einen geraden Strich hier rüber. Boah, meine Güte, da vorne ist erstmal eine Leiche. So, ich glaube, jetzt alle Forschungsmittel, die ich hinten habe, mal alle da vorne hin. Alter, ich hab immer noch fast das volle Inventar voller Mitnehmen. Jetzt hätten wir fast so eine alte Zeit, ich meine an sich, hätten wir so fast die alte volle Zeit eigentlich gerade schon.
Ich meine sozusagen die 15-Minuten-Trollen. Früher waren sie eher nur 15-Minuten-Trollen an sich. Die haben ja schon erreicht, die 15 Minuten, aber an sich machen wir hier nicht, meistens eigentlich 20 Minuten. Oder auch drüber. Ja, habe ich nichts dagegen, gegen drüber. Gutes Spiel, gutes Spiel. Und dann so nur so, oh, 10 Folgen, Matt. Und dann so, wie alt sind die bitte? Na, ja, was ist an sich die DS-Sache, Manu? Funktionieren sie nicht auch wieder, ich muss sie nur alle dann nochmal neu einrichten. An sich wird da was geändert, wie mach die. An sich hatte ich ja mal einen kleinen Vorbau mit auch. Okay, ich wollte den Vorschubsen dahin platzieren, der schwebt, der hüpft einmal in die Luft. An sich hatte ich an sich hatten wir an sich 40x40 DS, aber an sich mal sozusagen. An sich wird es auch nochmal größere DS sozusagen auf der geraden Fläche geben. Und die hinten gebaut und sozusagen eigentlich auch mit an sich natürlich eine Fläche. Die werden nochmal weggemacht, es werden nochmal neue gemacht sozusagen. Also anders. Ja, in die andere Richtung, weil diese das ist ein bisschen blöd da, die Läden. Ja. Da kriegt man nicht so viele hin. Unsere Tranfläche werden davon auch nochmal an sich schon Teile von als große Gäste. Die Eltern von Peter da drin, nicht wahr? Das wäre ja nur ein Gespräch. Alter, Vorschussnippel! So viel, ich hab noch nicht mal, ich hab eigentlich nur ein Paar davon ausgegraben, der Rest liegt da einfach. Das ist auch mal was. Ich hätte jetzt gedacht, dass das alles technisch Knüppel wären. Da müssen wir keinen mehr suchen. Ja. Halt auch schwer zu finden. Würdest du ja ein Rohr basteln, mit denen du, oder hast du das vielleicht auch vor, wenn wir noch ein bisschen. Was denn? Könnte sein, dass in unserer Nähe von unserer Basis Sturm herrscht? Ja. Ich laufe hier unten in der Höhle. Langsam wie ein Sturm. Die Schnellstraße, die ich vorhabe, ist irgendwie ein bisschen kacke wegen der planetaren Rundung. Ist voll scheiße da. Mach einfach so. Ich hab hier Sturmeffekte in der Höhle. Oh, Sturmeffekte sogar. Ich hoffe, der Sturm wird nicht die losen Verbindungen erweckt und wir ersticken. Das wäre ein bisschen scheiße, aber na, einfach optimistisch sehen. Ich glaube, jetzt sind wir wieder alleine auf den TS. Oder? Ich kann ja nicht ersticken, ist wieder der Truck. Ja, wir sind alleine auf dem TS. Den Truck mal ein bisschen weiter in die Höhle geparkt. Beim anderen sind wir nicht alleine. Ja, da, die sind auch alle nachtaktiv. Nachtaktive Eulen alle. Ja. Ach, wir auf das schon. Gut, arg aktive Eulen vor allem. Ja. Ja, die da schon spielen. Ich meine, das ist verdammt geiles Spiel, aber momentan habe ich niemanden, mit dem ich spielen kann. Und kein Server. Ich habe ja meistens schon wieder mit den RWT-Sachen spiele. Ja, die kannst du auf der Operation auch bauen. Ja, ich meine, weil wir an sich ja nicht so einen Server bauen können, damit das sehen. Ja. Weil die ja nicht keine Mods mehr reinhauen, so wirklich. Da gibt es jetzt eine neue Mod von.
Wo muss ich denn lang gehen, um zu dir zu kommen? Oh, ich bin dann schon nicht weit vorne, noch schon wieder. An sich bin ich gerade dabei, ja, dann die Forschungsrebelle nach vorne zu treiben. Ich bin immer mehr leicht. An sich habe ich die Forschungsrebelle nicht dran, dann nach vorne schleppe. Ich teilweise jetzt immer noch so ein Ladefehler hier in den Höhlen, sieht man das immer noch. Das ist eine hohe Stelle. Ich finde es ja nicht auf dem automatisch, man kriegt diese Pilze ja gar nicht weg, diese Roten. Doch, man kann sie abbauen. Ja, ich meine, die können ja wieder droppen. Ja, ich hab übrigens überlegt, gerade schon in der Nähe von der Basis einen kleinen Wald aus denen anzupflanzen. Wo wir dann nicht reinfahren oder reinlaufen. Die werden ja nicht zahlen, wie es für PvP-Sache. Naja, das wäre das Einzige, was man hier überhaupt als PvP benutzen könnte halt, ne? Boah, das wäre mies, indem man wird ja nicht außer davon angeschafft, ne? Da muss man sagen, wenn wir sowas mit Rente noch machen würden, dann könnten wir eigentlich nicht nur einen annehmen. Wir müssten ja auf jeden Fall mit mehreren Wagen dann landfahren, weil wir ja solche die jetzt noch mal an den Teil. Und wir müssten halt auf, am besten wäre eigentlich mit, zwei Wagen, oder? Auf zwei Wagen, dann mit Windrädern, Solarzellen und Batterien. Halt auf Quatsch, sonst sind wir dann schon. Ja. Truck mit Windrädern, Solarzellen und Energie würde dann eigentlich perfekt laufen. Dann könnte der eigentlich immer fahren. Aber meistens. Ja, wie es wohl weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Oh, warte, lass mich kurz winken. So, tschüss. Ja, wir müssen starten.